Weiter mal, weiter geht's. Sahih al-Bukhari 3289. The Prophet said, yawning, also so gähnen, gähnen ist von Satan. And if any one of you yawns, he should check his yawning as much as possible. Also ihr solltet ja gähnen so und checken. Nicht, dass ihr zu heftig geht, so. Oh, das ist für Mohammed und Allah das allerletzte. Und guck mal, was Satan jetzt macht. For if anyone of you during the act of yawning should say, oh, Satan will laugh at him. Also derjenige, der sagt so, oh, Satan wird so ihn auslachen. So. Sag mir nicht, dass das von einem Propheten kommt. Shaitan liebt es, einen Menschen gähnen zu sehen, weil es ein Zustand ist, in dem sich sein Aussehen verändert und er ihn auslacht. Dies kann eine Einflüsterung Shaitans sein, mit der er das Gebet verderben möchte und ihm die Demut fehlt. Das Gähnen kommt von Shaitan. Dies wurde authentisch vom Propheten berichtet und wenn jemand gähnt, sei es während des Gebets oder außerhalb des Gebets, sollte er sein Gähnen so weit wie möglich unterdrücken. Wenn er dazu nicht in der Lage ist, sollte er seine Hand vor seinen Mund legen, sei es während des Gebets oder außerhalb des Gebets. Imam Askalani, Fath al-Bari Band 10 Seite 612, Imam Nawawi, Al-Adkar Seite 346, schauen wir mal, was in der Bibel geschrieben steht, 1. Petrus Kapitel 5 Vers 8. Die Bibel sagt, dass Shaitan wie ein brüllender Löwe herumgeht und sucht, wen er verschlingen kann, 2. Korinther Kapitel 11 Vers 14. Aber er kommt nicht immer auf diese Weise. Er kommt manchmal wie ein süßer Engel des Lichts, Offenbarung Kapitel 12 Vers 9, die Bibel sagt, dass Satan als ein Engel des Lichts daherkommt als jemand, der attraktiv ist. Und weil er als ein Engel des Lichts kommt, wird er der Verführer der ganzen Welt genannt.